wie gesagt, also mich nervt das halt, dass sie nicht versteht, das Abholen der macht, der es auch abholt. Weißt du? Ja. Ich frag jetzt nicht, ich telefoniere doch nicht fünf Ecken rum. Oh. Ja, du hörst da richtig fettes Mimi, was mich nervt. Aber man muss aber auch dazu sagen, ja, man muss dazu sagen, ich bin sowieso ein bisschen angefressen auf die Tagesmutter, weil es jetzt schon zweimal passiert ist. Einmal war sie nicht zu Hause, als ich den Kleinen abholen wollte, ist auch nicht ans Telefon gegangen und ihre Mama hat mir den Kleinen dann gebracht. Und einmal in der Früh habe ich mit ihr abgeklärt, dass ich ihn um 8:30 schon abgebe, anstatt um 9, weil ich halt arbeiten musste. Und ja, sie hat nicht aufgemacht und eine halbe Stunde zu spät dann angerufen. Also ich habe ihn inzwischen der Oma einfach in die Hand gedrückt und war so, es tut mir leid, ich komme eh schon zu spät, so, ne? Und eine halbe Stunde später hat sie dann angerufen, sie hat vergessen, uns die Tür aufzumachen. So, Ma'am, sag doch einfach, du hast noch gepennt, du warst duschen, weiß ich nicht, irgendwas, aber lüg mich doch nicht an, du vergisst es nicht, wenn jemand 7-mal klingelt, dass du aufmachst. Oh mein Gott. Ja. Irgendwie hat der Boy nichts Anständiges. Also ja, deswegen gibt's das Mimimi, was mich einfach nervt, tatsächlich. Einfach Kickboxen gehen mit dem Kind, bestimmt eine tolle Idee und löst alle Probleme. Neue Abstimmung. Wie gesagt, ich hab ihn echt lieb, so, ne? Aber manchmal ist es schon echt angenehm, einfach mal allein pinkeln zu gehen, zum Beispiel. Ohne Frage, das glaube ich dir. Vollkommen. Es wird jetzt abgestimmt. Ob ich taub, Nahrung oder einfallsreich bin. Danke. Ist egal, ich brauche mein Gehör nicht. Das habe ich schon verstanden. Amai, lass mich nicht im Stich. Ist sie überhaupt da? Kann ich nicht sagen. Amai, lass mich nicht im Stich. Sie ist krank, sie hat Fieber, liegt im Bett. Amai, lass mich im Stich und kurier dich aus, bitte. Oh, da könnte ich jetzt etwas Böses dazu sagen, aber ich lasse es unkommentiert, weil ich das noch auf YouTube hochladen möchte. Okay, das heißt, ich muss mich auch zusammenreißen. Ja. Man kann... Okay, warte, ich drück... Setting, du kannst sie in einem bestimmten Entwicklungsstadium, kannst du das noch machen. Und es ist auch nicht moralisch verpönt. Ja, das wollte ich auch dazu sagen. So im Taschentuch oder so. Es geht auch noch ein bisschen weiter, aber das will ich nicht weiter ausführen. Ja gut, das ist halt aber auch kein Dürfen. Das ist dann meistens einfach alles passiert halt. Ja. Da hast du nicht so viel Mitspracherecht. Da sagt der Körper dann Eviction Note, einmal ausziehen, bitte Zwangsräumung. Lebst du oder bist du tot? Ah, du bist tot. Moi? Ich bin tot, innerlich zumindest. Ja, ich höre halt nichts, ob hier was lebt oder tot ist, ey. Kampfanzug oben? Ja, weiß ich nicht. Grün oder was ist das? Pink? Ah, den ziehe ich an. Wir haben eine Penalty. Mir fehlt nur noch ein Scheißpunkt. Keine Sorge, ich habe auch eine Penalty. Du müsstest jetzt auch endlich mal annehmen. Ach, du bist schon dran. Hab ich doch nicht gesehen, Entschuldigung. Ich höre gar nichts. Ich bin taub. Ja, und blind. Apparently. Also jetzt bin ich gerade ein bisschen froh, dass der YouTube-Chat den Twitch-Chat nicht sieht. Ja. Ja,
Ja, für YouTube ist das jetzt wahrscheinlich auch sehr toll. Man hört so viel, man hört nur noch uns reden. Oh mein Gott, da ist ein Hund! Oh, macht er nichts. Ist egal. Dankeschön. Entschuldigung, dass ich gerade laut war. Nein, das Dankeschön war ernst gemeint. Wieso? Du hast mir ein bisschen was von meiner Penalty weggenommen. Ich krieg Der gerade. dieser Papi. Ich krieg halt extrem viele Zombies gerade angelacht. Das ist. An der Schule vorbei. Ich werde angegriffen. Weil ich es nicht höre. Kannst du machen, aber is frowned upon. Is very frowned upon. Könnte mehr Probleme geben, als es löst. Ich habe übrigens auch gerade einen Barber gehabt. Hörst du wenigstens das Spiel? Soll ich solidarisch meine... Nein. Nein, das ist schon okay. Ich habe schon verstanden. Fast locker auf. Fast locker. weiß ich wenigstens Bescheid, dass du. Dass ich vom Bach verschont wurde? Das wäre es ja noch, wenn ich eine Strafe fürs Sterben kriege und jetzt auch noch nichts höre. Das würde ja richtig sacken. Oh, das würde ja richtig einen gegen den Strich gehen. Ach, mein Gott, da bin ich so froh, dass ich davon auch verschont wurde. Du weißt mehr als ich, das ist gut. Ah, ich höre wieder was. Nee, das wird eine nächste Abstimmung. Alter. Aber es geht diesmal um Munition, Sprengstoff, Essen, Vorräte. Rah! Mano, Sau, wollte ich erschrecken. Alles gut, ich hätte meinen Tod akzeptiert. Ich will keinen Sprengstoff, Leute. Ich will keinen Sprengstoff. Damit haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Ich nehme gerne die Munition. Weil, der tötet mich was. Hallo, nicht mehr. Ja. Was kriegen wir? Essen. Okay, Essen. Gut. Ich höre wieder was. Oh mein Gott, wie schön. Ah, diesmal auf den. Weißt du, der Geier wurde auf dich angesetzt, aber der ist zu mir geflogen. Er weiß halt, was gut für ihn ist. Ja. Hier sind noch Essensvorräte für dich. Und ich Ja. Sobald ich mich um die Schmombis gekümmert habe. Das Ich musste muss sein. nachladen. Das musste sein. Der muss sich das Gesicht Tür ist wegballern. auf. Einmal schön ins Gesicht geschossen. Nice. Alles meins. Okay, ich gehe da mal Go away. weiter. Alles meins. Ja, Meins, 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 die nimmt mir mal was weg. Tut er so, als wäre ich die Böse. Ah, ist actually scheiß für dich drin, scheiße. Ja, warte doch, renn halt nicht so weit weg, dann kann ich nicht bei dir sein, wenn irgendwas passiert. Willst du Aua. nicht die Nahrung noch mitnehmen? Hat mir gerade einer von euch einen Hund auf den Hals gehetzt? Gucken wir mal Wenn ja, vielleicht. Congratulations, der hat mein Bein gebrochen. Und ich habe natürlich, weil ich bin, nichts dabei. Ich habe eine Schiene dabei.
gucken wir mal. Du hast dich gerade mal wieder unbeliebt gemacht. Er kam mal wieder zurück. Au. Au. Au, au, au. Ich hab einen Gips. Danke. Also brauchst du die Schiene jetzt nicht. Aua. 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 Drehen Sie sich mal um. Aua. Hier haben Sie ein bisschen was zum Regenerieren. Aua. Wenn Sie noch eine Schiene brauchen, hier. Hier wurde brutal angeknabbert. Kann ich dieses verwenden? Nein. Aua. Brauchen Sie einen normalen Verband? Nee, der bringt den nicht dran. Ne? Zerbrochenes Glas, was kann man denn damit machen? Nix. Vor allen Dingen nicht versehentlich essen. Ich rede aus Erfahrung. Nein, du hast... Nein, du... War keine Absicht, aber so. Das war ein Mitleidshund. Echt lange her. Mitleidshund? Der hat mein Bein gebrochen. Der wollte mich auffessen. Hier ist ein Hase, falls du mitnehmen willst. Ich weiß nicht, warum ich den getötet habe. Ich hatte irgendwie das Verlangen danach. Ja. Das Kind mit Scherben für... Happy, ich habe nicht 3 Wochen jeden Tag 14 Stunden im Krankenhaus verbracht, dafür, dass ich ihn dann selber kaputt mache. Was davon machen, wenn er 14 ist? Ja, das macht nicht er, das macht die Schule schon. Eigentlich der Kindergarten schon. Ja, nein, also... Oder ein Streamer, der laut... Oder er selber. Ja, oder... Mein Kind hat übrigens sein erstes Schimpfwort gesagt. Oh, ich hasse dich, ehrlich. Das ist jetzt ein Liebesgeier. Das ist ein dummes Arschlochvieh. Ich gehe ins Hochhaus. Mein Kind hat das erste Mal geflucht. Aber er hat es nicht nochmal gesagt. Also hoffe ich, dass er das Wort einfach wieder vergessen hat. Für sein Vater. Dann schreibt er das mehrmals noch rum. Das wird dich so irgendwie abfeiern. Jetzt hör doch mal auf, so weit wegzurennen. Ich brauche ewig, bis ich dir hinterherkomme. Alles gut, ich bin im Hochhaus. Ja, ich will mitkommen. Ich will das Ding, was hier in der Mitte ist, geht mitnehmen. Geh immer alleine, ehrlich. Geh jetzt woanders rein. Ich hab einen Leck. Wer von euch schickt bestimmt wieder was? Niemand. Gerade übelst den miesen Leck gehabt. Da ist ein Schmombi, auf den ich jetzt kann gehen. Scheiß Dogo. Gott. Wie viele Zombies noch? Danke für den Geier. Ich weiß nicht, wo er ist. Ein Bücherregal, was kriege ich? Okay. Papier. Nee, ein Rezept, was ich hier schon kann. Muss ich mal. Wo ist der Geier? Weiß ich nicht, ich habe ihn gehört. Und ich werde ihn ignorieren. Ich auch, solange er mich nicht angreift. Das sehe ich nicht. Weiß ich nicht, dass er da ist. Das ist nicht zufälligerweise die Triche mit. Ausnahmsweise mal nicht. Ich gebe keine Kinder zu verschenken. Mein Gott. Papier. Kommen 2 leicht bekleidet. Da kommt die 3. schon leicht bekleidet zu mir. Hölle, ihr kriegt keine Kinder. Und die nächste leicht bekleidete. Ich will nicht wissen, was die hier im Hochhaus gefeiert haben. Das ist wahrscheinlich ein Puff.
Es sieht eigentlich nicht danach aus, aber... Ach, ich hab den Geier gefunden! Der ist auf dich fixiert anscheinend. Im Hochhaus. Ah, jetzt kommt der Geier zu mir. Gut. Es bin ich infiziert! Ich danke euch. Oh, eine Locke. Der, das Betthupferl der Nutte. Cool. Ich bin unnötig infiziert worden. Ich glaube, durch die Nutte habe ich gerade Tripper bekommen. Kann mir nicht mal Honig entgegenspringen, dann bin ich da schnell wieder los. Zu für dich. Militärstoff, cool. Oh, bitte, 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 ich will das mit meiner Waffe machen können. Ja! Was hast du bekommen? Lämsi-Mod. Das sind zwar stylische Stiefel, aber nee. So, aber in den nächsten Stock. Ach, du hast auch einen Geier bekommen. Was ist denn mit euch verkehrt, Leute? Warum so stark auf einmal? Ich hab Munition für dich. Was war denn mit dem Geier los, Alter? Der ist einfach vor mir weggeflogen. Ich meine, der Geier will mich, Alter. Das hört sich gemein an. Ich habe übrigens was für dich gefunden. Kann ich mich damit heilen oder meinen Hammer reparieren? Ich weiß nicht, bringt dir Antibiotika auf? Antibiotika nehme ich auch sehr, sehr gerne. Gut, wir sehen uns erst in 10 Jahren. Oh mein Gott! Es gibt vielleicht gerade ein ganz großes Problem für mich. Du, wenn ich hier rüberkommen soll, ne? Puh, und noch ein Geier, ich. Ja, wow, danke, danke, dass ihr mich richtig sabotiert. Ich bin gleich tot, Leute.